Herzlich willkommen zum Creative Bureaucracy Festival Beitrag Kooperation und Verwaltung, Neues aus Bauprojekten. Mein Name ist Tina Sänger und ich bin Senior Consultant in der PD-Vergabestelle. Zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Lino Schüpfer, auch Senior Consultant, aber in der Kommunalberatung Bau, möchten wir Ihnen heute einen Einblick in kooperative Modelle zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft geben. Schauen wir uns zunächst einmal die Herausforderungen an, vor denen insbesondere die öffentliche Hand steht. Wir beobachten in unserer Projektarbeit regelmäßig, dass zum Beispiel die Nutzeranforderungen in den Projekten immer komplexer werden. Dazu kommt natürlich auch der Wunsch der Erreichung von verschiedenen Klimaschutzzielen und auch der Wunsch, gesamtheitliche Konzepte zu erstellen, die nachhaltig wirken. Zusammen mit den allgemeinen personellen Engpässen ist dies nicht nur für die öffentliche Hand, sondern auch für weitere Branchen sehr schwierig geworden, unter einen Hut zu bringen. Umso wichtiger ist es jetzt geworden, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, Synergien und Innovationen zu entdecken, welche zum Beispiel durch das kooperative Teilen der Verantwortlichkeiten geschehen kann. Kooperationen sind gar nicht so neu in der deutschen Projektlandschaft und finden sich in öffentlich-öffentlichen, aber auch öffentlichen privaten Kooperationen wieder. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz, bei dem Kommunen durch gemeinsam abgestimmte Prozesse eine einheitliche Online-Plattform mit spezialisierten IT-Unternehmen entwickeln, um dies Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu digitalen Dienstleistungen dennoch zu ermöglichen. Weitere Beispiele finden wir auch in Bauprojekten, die durch eine öffentliche private Partnerschaft durchgeführt werden oder auch beim Wissensaustausch zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Behörden. Kooperationen bieten unabhängig vom Projektinhalt und auch unabhängig von der Projektgröße einen Mehrwert für alle Beteiligten. Übergeordnet steht immer das gemeinsame Ziel, was neben der Projektkultur ganz zu Beginn zwischen dem öffentlichen Auftraggeber, der öffentlichen Auftraggeberin und den privaten Partnern definiert wird. Dabei wird das Know-how der jeweiligen Partei auch sehr gut genutzt und kann bei Themen wie zum Beispiel das Risikomanagement schon sehr früh genutzt werden und früh angewendet werden. Durch ein abgestimmtes Vergütungsmodell werden dann auch die Kosten ermittelt. Darauf aufbauend wird die gesamte Umsetzung stattfinden und führt in der Regel zu einem wirklich guten Erfolg und einem gemeinsamen Erfolg. Ganz konkret würde ich das jetzt mal Herr Schüpfer vorstellen. Wir wollen an dieser Stelle in ein Beispiel eines Kooperationsmodells zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft einsteigen. In der Baubranche gibt es einen neuen Ansatz der Zusammenarbeit, der im Ausland, insbesondere in Australien, USA und Finnland, bereits sehr etabliert ist und in ähnlicher Weise auch in Deutschland erste Anwendungsbeispiele findet. In der Baubranche oder in Bauprojekten gibt es typischerweise eine strikte Trennung zwischen Planung und Bau. Das heißt, in konventioneller Projektumsetzung wird nach der Definition des Bedarfs, also der Beantwortung der Frage was, in die Planung eingestiegen. Das heißt, die Klärung des Wies, wie soll der Bedarf gedeckt werden. Und erst nach vollständiger Planung werden Bauunternehmen ausgewählt und praktisch die Frage nach dem Wer geklärt. Das führt dazu, dass wir einen relativ späten Einbezug des Wissens von ausführenden Unternehmen haben und dass die Verantwortung hier oft, sobald es zu Störungen kommt, hin und her geschoben wird. Die Klärung also, wer ist verantwortlich für einen Fehler zwischen denjenigen, die das Wie und das geklärt haben und denjenigen, die es dann tatsächlich umsetzen, ist häufig ein Problem an Bauprojekten. Das Kooperationsmodell kehrt diese Reihenfolge ein wenig um. Das heißt, nach der Definition des Was wird bereits frühzeitig über die Integration wesentlicher Projektbeteiligter, also vor dem Beginn der eigentlichen Planungsphase entschieden. Das ist die Grundlage dafür, dass die Ausrichtung wirtschaftlicher Interessen der Projektbeteiligten auf die Projektziele sichergestellt werden kann. Das heißt, wir kommen damit mehr zu einem Best-for-Project-Denken. Wir haben also gehen hin zu einer geteilten Verantwortung. Das führt dazu, dass in gewissen Kernelementen der Projektabwicklung deutliche Änderungen geschehen im Vergleich zur konventionellen Projektabwicklung. Dies wollen wir jetzt einmal in Kürze durchgehen und wir starten mit den Projektphasen. Auch wie in konventionellen Projektabwicklungen gibt es hier zunächst die Bedarfsklärung durch die Auftraggeberin. Das heißt, die Beantwortung der Frage was
wird zunächst geklärt und auch eine Kostenobergrenze, also eine Art Budget festgelegt. Bevor nun aber tiefer in die Planung eingestiegen wird, wird ein großes oder mehrere kleinere Vergabeverfahren aufgesetzt, um ein Projektteam bestehend aus Planenden und Umsetzenden zu finden. Diese werden zum einen anhand ihrer beabsichtigten Gewinnzuschläge und zum anderen anhand ihrer Teamarbeitsbereitschaft, ihrer Erfahrung, ihrer Leistungsfähigkeit ausgewählt. Sobald dann das Team steht, startet der gemeinsame Planungsprozess, in dem die bauausführenden Unternehmen bereits sehr stark involviert sind. Am Ende des Planungsprozesses wird durch die Projektgruppe ein verbindlicher Zielpreis ermittelt und der Bauherrin bzw. dem Bauherren vorgelegt. Der Zielpreis wird dann intensiv geprüft und vor allem mit dieser Kostenobergrenze, die ganz am Anfang festgelegt wurde, verglichen. In der Regel können sich die Beteiligten also auf einen Zielpreis einigen. Sollte dies aber mal nicht gelingen, steht dem Bauherren bzw. der Bauherrin hier an dieser Stelle eine Exit-Option zur Verfügung. Sie kann also hier die Zusammenarbeit mit den Vertragsparteien beenden. Wird sich aber für eine Weiterführung des Projektes entschieden in dieser Konstellation, beginnt dann die Umsetzungsphase. In der Regel ist damit auch gemeint, dass hier noch abschließende Planungsleistungen erbracht werden. Und hier startet dann die Kostenverfolgung, die also die tatsächlichen Kosten erfasst. Und am Ende der Umsetzungsphase mit Start der Nutzung erfolgt dann der Vergleich zwischen den tatsächlichen Kosten und dem ursprünglich festgelegten Zielpreis. Und an dieser Stelle wird das Vergütungsmodell entscheidend. Genau, das Vergütungsmodell ist quasi der zweite Pfeiler in dem Kooperationsmodell. Nachdem die Projektziele definiert wurden und auch ein Zielpreis festgelegt wurde, der die Kosten und auch den Gewinn für den privaten Partner definiert, kommen natürlich ja Unvorhergesehenes noch so rechts und links im Projektgeschehen dazu. Sofern es also nicht möglich sein sollte, das Projekt mit den vereinbarten Kosten umzusetzen, schlägt sich das dann negativ auf den Gewinn aus. Sofern es sich aber gelingen sollte, die Kosten geringer zu halten, so bleibt der Gewinn gleich oder die Vertragsparteien partizipieren direkt bei den Minderkosten. Die Auftragnehmenden erhalten somit am Ende des Projektes einen zusätzlichen Bonus. Ziel ist es dabei, eine Art Umkehr vom Vergütungsanreizen zu setzen. Bisher führten höhere Baukosten zu höheren Gewinn für Bauunternehmen und hier soll das umgedreht werden. Niedrige Baukosten führen zu höheren Gewinn und höhere Baukosten führen zu einer Einschränkung des Gewinns. Natürlich ist dabei die Vertragskonstellation absolut entscheidend. Bei dem Kooperationsmodell zum Beispiel tritt der Auftraggeber, Auftraggeberin mit den Bauunternehmen und dem Planungsbüro in einen gemeinsamen Vertrag. Dabei wird zum Beispiel das Risiko und die Kosten gemeinschaftlich abgestimmt und in den Vertrag festgehalten und eingegossen. Sofern es aber während der Projektlaufzeit weitere spezialisierte Unternehmen bedarf, so steigen diese mit als Vertragspartner ein und können entsprechend gebunden werden. Diese Vertragskonstellation findet sich dann auch in der Projektorganisation bzw. in der Projektkultur wieder. Hier geht es also darum, eine adäquate Organisations- und Kommunikationsstruktur einzurichten. Zentral in der Projektorganisation ist die Projektgruppe, die hier in der Mitte steht, die sich aus je einer Vertretung auf Projektleitungsebene von allen Vertragsparteien zusammensetzt. Das heißt sowohl von den Bauherren bzw. Bauherren, also den Auftraggebenden, als auch von den Auftragnehmenden, den Planenden, den Umsetzenden. Die Projektgruppe leitet das Projektmanagement und trifft einstimmig Entscheidungen für das Projekt. Sie organisiert den kompletten Planungs- und Bauablauf und entscheidet auch über die Einbindung von Nachunternehmen und setzt verschiedene Arbeitsgruppen ein. Diese Arbeitsgruppen, die darunter stehen, werden mit konkreten Teilaufgaben durch die Projektgruppe beauftragt und werden entsprechend besetzt. Dabei können auch Mitarbeitende von Nachunternehmen oder externen Teil dieser Arbeitsgruppe werden. Es gibt dann einen Zeitrahmen, in dem die Leistung erbracht werden soll und die Arbeitsgruppe berichtet dann regelmäßig an die Projektgruppe zum Stand der Erledigung dieser Aufgabe. Über der Projektgruppe bildet die Lenkungsgruppe die oberste Entscheidungsebene. Sie setzt sich zusammen aus Führungspersönlichkeiten wieder aller Vertragsparteien. Und sollte es nun zu dem Fall kommen, dass die Projektgruppe eben eine Entscheidung nicht einstimmig treffen kann, es also eine Art Konflikt gibt, dann wird die Lenkungsgruppe informiert und gebeten, eine Entscheidung herbeizuführen. Ob diese dann einstimmig
Zweidrittelmehrheit oder einfache Mehrheit getroffen wird, das ist im Vertrag zu vereinbaren. Die Lenkungsgruppe berät sich dann und versucht, eine Entscheidung herbeizuführen. Natürlich kann es auch sein, dass selbst die Lenkungsgruppe diese Entscheidung nicht treffen kann. Und für diesen Fall ist in der Regel im Vertrag direkt ein weiterer Konfliktlösungsmechanismus vereinbart. Hier in diesem Beispiel steht dann am Ende das Schlichtungsverfahren, das angestrebt werden soll. Insgesamt ist also schnell zu ersichtlich, dass die Bauherrin oder der Bauherr in dieser Projektabwicklungsform einiges an Anordnungsbefugnissen bzw. Entscheidungskompetenzen abgibt. Trotzdem ist unter anderem über das Vergütungssystem natürlich sichergestellt, dass die Projektgruppe nicht einfach fröhlich das Geld des Bauherren ausgibt und frei verteilt. Aber letztendlich kann nur durch dieses Abgeben von Entscheidungskompetenzen die geteilte Verantwortung im Projekt gewonnen werden. Und das ist die Grundlage für ein Best-for-Project-Denken. Dieses Thema möchten wir auch noch einmal aufgreifen und vertiefen im Rahmen einer größeren Veranstaltung der PD Summer School im September, die sich an Führungskräfte der öffentlichen Hand widmet und dort in einen größeren Kontext stellen zum Thema Kooperationen wagen, Chancen für die Verwaltung der Zukunft. Wir laden Sie hierzu ein, sich gerne anzuschließen und weiter zu informieren. Für heute war es das. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und kommen Sie gerne auf uns zu für weitere Informationen. Thank you.